Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elden Ring, Part 173. Ja, jetzt haben wir uns hier am Berggipfel eingefunden und den Ort der Gnade aktiviert. Hier soll es demnächst auch weitergehen. Was heißt demnächst? Ja, ich habe nämlich noch was in Leinde vergessen und das wäre wohl sehr wichtig, hat man mir gesagt. Und ja, ich habe mal wieder mit dem Kollegen gesprochen, ne, ob ich da auch schon in Leinde war und dergleichen mehr. Und ja, puh, was man alles vergessen kann, ne? Genau, hier ist der Shabriri, den haben wir getroffen beim letzten Mal. Wo ist denn der jetzt hier? Ach da, genau. Er sieht aus wie Yoria, ne? Ich dachte erst, wurde Yoria wiederbelebt, aber nein, das ist ein Kollege von dem sozusagen, ne? Jo, und der sagt, ja, wir sollen weitermachen, ne? Und let's fetz. Und da ist auch ein Mausoleum, genau, haben wir auch beim letzten Mal entdeckt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Aber wie gesagt, erst schnell zurück zu Leinde. Und genau, hier haben wir nämlich auch noch eine Quest am Laufen, die muss ich auch noch bewältigen. Na, geht scheinbar straight geradeaus weiter. Oh, bin mal gespannt. Oh, hier in der Nähe ist auch der Turm. Dieser, okay, wo wir uns schon mal hin teleportiert hatten. Alles klar. Hier war das, genau. Hier haben wir was vergessen. Refugium des Erdenbaums. Da soll ich hingehen. Denn den Fahrstuhl nochmal benutzen und dann ist da dieses riesen Konstrukt und das soll ich mir genauer ansehen. Ja. Genau. Wo jetzt hier zum. Ah, hier der Fall. Genau, hier ging es ja weiter dann irgendwie, ne? Eigentlich auch nicht, denn das ist ja eine Sackgasse. Aber hier kann man noch was entdecken. Hier haben wir doch auch gegen bestimmte Gegner gekämpft. Wie immer, ne? Keine Frage. Hat das Spiel so an sich, ne? Dass man gegen bestimmte Gegner kämpft. Ah, hier unten war der. Auch so ein Schmelztiegel-Typ, ne, war das? Kann man hier irgendwo abspringen? Ne. Deswegen mal Lampe aktivieren. Dann kann man auch nichts übersehen. Genau, dieses Teil da, meinte er. Scheinbar. Also bestimmt. Hier kann man ja auch noch irgendwas machen, ne, beten oder so. Eine Geste, davon hat er aber nichts gesagt. Oh ja, die waren hier. Und da war dann noch so ein Schmelztiegel-Typ, ne? Das war doch hier. Da war es aber dunkel, als wir hier waren. Und da kann man natürlich gerne mal was übersehen. Ja, mal gucken, was da auf uns wartet. Bin mal gespannt. Man kann hier wohl irgendwo rüberspringen. Aber hier ging es nicht weiter, ne? Hier kam der Typ uns ja entgegen. Und hier war auch so ein Skarabäus. Schön die Vögelchen hier. Es sieht generell sehr belebt aus, finde ich, ne? Also ganz anders als Dark Souls und so. Elden Ring ist aber deutlich leichter, finde ich, ne? Ja, ich bin oft gestorben, ja. Aber ich habe nicht alle Mittel ausgeschöpft, noch nicht, die man ausschöpfen kann, wenn man dieses Spiel spielt. Aber gut, dazu muss man natürlich auch erstmal ein bisschen auskennen, ne? Und wissen, wo die ganzen Dinge liegen und pipapo, die einem denn von Nutzen sein können. Also hier könnte ich... Ne, hier könnte ich nicht rüberspringen. Na, bei dem Teil soll ich diesem Gezackten, meinte er, Ding. Was so aussieht wie ein Riesenzepter, was der Drache hält anscheinend, ne? Ah, da liegt doch was drauf, ja, okay. Aber das habe ich schon geholt da unten, ne? Warum bin ich denn nicht direkt weiter? Na, ich habe es übersehen, ne? Weil es dunkel war anscheinend. Oh Gott. Dann kann die wirklich rüber. Ah, da bin ich, glaube ich, an anderer Stelle rauf, oder? Ich glaube, da konnte man... Oh, das haben wir gelootet. Auf jeden Fall. Hä? Ist das schon mal irgendwo? Da war da eine Leiter oder so? Also, keine Ahnung, Leute. Müsste ich mir das Video selber nochmal ansehen. Wie ich da hingekommen bin. Ach du Scheiße. Oh je. Oh je. Ich sollte zusehen, dass ich mich hier wieder raus teleportiere. Uiuiui, entschlang die Alarm. Oh ne, ich möchte nicht mit euch kämpfen. Ihr seid anstrengend. Ah! Wie viele Gegner kannst du aktivieren? Ja. Gut, dann müssen wir nochmal rauf da. Aber jetzt kann ich mich halt nicht tele... Ach du Scheiße. Gut, Prioritäten setzen. Du bist zuerst dran. Das ist ganz wichtig eigentlich. In dem Spiel.
Oh, die halten immer noch so viel aus, ey. Haben ein wenig an Schrecken eingebüßt, aber man sollte sie dennoch nicht unterschätzen. Die sind immer noch saustark. Gut, jetzt kommen wir zum Glück erstmal die. Ja, das ist mir direkt mit dem Schwert eine Überziehung. Ah, die sind ja nun kein Problem. Also die haben uns gar nichts entgegenzusetzen. Ist gut, jetzt können wir uns wenigstens teleportieren wieder. Gut, nochmal zurück. Alles auf Anfang. Und dann holen wir uns, was immer da ist. Bin mal gespannt, ey. Soll wohl irgendwann auch nicht mehr da sein, meint er, wenn man das verpasst. Also, puh, bin ich da echt dankbar für. Also, gerade sowas, was denn unwiederbringlich ist, ne? Ist dann immer, oh Gott, okay. So eine Sache, ne? Dann muss man erstmal den nächsten Spieldurchgang machen und so. Ich meine, muss ich wahrscheinlich sowieso, wenn ich da, wie immer natürlich, ne, alle Trophäen anstrebe, was ich natürlich vorhabe, die zu bekommen. Lampe an. Jo, dann bleibt dann da gar nichts anderes übrig, weil es ja etliche Enden gibt, ne? Und die muss man wahrscheinlich auch alle, ja, schaffen. Wenn es da über 4 gibt, könnt ihr euch vorstellen, wie oft man das Spiel durchspielen muss. Sei denn, man trickst ein bisschen rum, ne? Am PC geht das ja ganz gut. Auf Konsolen geht es eigentlich auch. Um ein bisschen Zeit zu sparen, ja, kann man eigentlich niemandem verdenken, ne? Hier war ich runtergesprungen. Juhu! Ah, schon immer. Wir haben sogar Leute gestorben. Achso, ich muss nicht trinken. Ne? Quatsch, weil es doof. Ist egal. Ach Gott, ne. Yes. Just in dem Moment wurden wir bemerkt, aber... Oh je. Ist gar nicht mal so leicht, daran zu kommen, ne? Aber gut, dann muss es auch was Besonderes sein, oder sonst hätte er mich ja nicht darauf hingewiesen. Ne? Musste erstmal selber gucken, ob ich da war, ne? Also ich habe mir mein Video nochmal angesehen. Ob ich das nicht vielleicht doch schon geholt habe? War ich mir mal nicht sicher in dem Moment. Aber nee, hatte ich nicht. Ich war nicht da drauf. Weil es, wie gesagt, scheinbar zu dunkel war. Ne, wir waren da zu einem anderen Zeitpunkt des Tages, da war es hier recht schummrig. Sind die nicht auch wieder da hier? Die, gar nicht, die haben mich jetzt gar nicht. Oder haben die mir in den Rücken geschossen? Nö. Die kann man auch einfach mal links liegen lassen. Super. Oh Mann, ich will das Teil haben. Also jetzt bin ich natürlich angefixt. Oh Gott, nicht. Ich soll mal ja einfach nur gehen. Na endlich, ey. So macht man es richtig. Okay, ich schneide nochmal. Nein. Blitz von Gransax. Oh, was ist das? Gransax. Können wir uns hier trotzdem... Oh, wir können mich trotzdem wegbiegen. Ja, dann gehen wir mal hier hin, ne? Ruinen von Samor sind da auch. Okay. Gransax. Dann gucken wir uns auf jeden Fall an. Ist der immer noch da, der Typ, jo? Oh, jetzt wird es hier aber allmählich düster. Ein Schneesturm oder so, hört sich zumindest an. Gransax, was ist das? Jetzt, das war auf jeden Fall eine Waffe, ne? Ah ja, die kann man leider nicht treffen, die Biester. Oh Mann, das war ein Speer. Partisane. Das ist es. Blitz von Gransax. Mhm, ein Speer geschnitzt aus der Waffe von Gransax. Ist das der Drache? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, lag ja da auf seinem Zepter. Gransax, ein uralter Drache. Ach ja, Gransax heißt der Drache. Der einst die königliche Hauptstadt verwüstet hat. Genau. Warum ist der gestorben? Dies war das einzige Mal, dass die Mauern von Leyndell fielen. Und zugleich der Funke, der den Krieg gegen die uralten Drachen entfachte. Einzigartiges Talent, Drachenblitzspeer. Er füllt die Waffe mit den roten Blitzen der uralten Drachen und schleudert sie dann wie einen Speer. Durch Aufladen erhöht sich
erhöht ihr seine Macht. Ist der gegen Drachen denn besonders effektiv oder was? Der Speer? Ich glaube, das ist sogar eine besondere Waffe, ne? Also so, ja. Davon haben wir ja auch noch nicht so viel gefunden, glaube ich. Obwohl, ich habe ja schon einige schöne Waffen gefunden, so ist es ja nicht, ne? Sofern man das sagen kann, sind über Waffen. Also die schön wären. Ja, ich denke mal, in Elden Ring, Dark Souls etc. Soulspawn spielen kann man das sagen, ne? Da tut man niemanden weh mit. Und kann es auch nicht. Außer den Gegnern hier. Und diese Nummer virtuell. Achso, hat er vielleicht noch was Neues für uns zu sagen? Genau, er sagt ja, wir sollen Chaos für Chaos sorgen und so, ne? Das sagt der Chaosliebende, der Anarchist quasi. Hier unter den NPCs. Aber cool, haben wir das auch bekommen jetzt. Das Gransax. Oh Mann, bin ich ja dankbar. Wenn man das verpassen kann, ne? Vielleicht, wenn der wiederbelebt wird oder so, dann ist das weg. Oder, ja, kann ich mir so denken. Da soll es ja mehrere verpassbare Dinge leider geben, ne? In dem Spiel. Also was man durchaus übersehen kann im ersten Durchgang. Schade. Oh, hier können wir was rufen. Oh, das verheißt nichts Gutes. Das deutet meistens auf den Boss hin. Ach du Scheiße. Die sind neu, oder? Hier sind riesige Ruinen. Und wieder. Bestimmt auch mit dem Keller. Ne? Habt ihr bestimmt Wasser im Keller? Ihr zeigt mir das mal. Oder hier ist ein versteckter Keller oder sowas, ne? Also, das hatten wir ja. Ah, da ist noch was. Apropos versteckt. Ein bisschen versteckt war das auch. Hier ist ein Pflänzchen. Weil die Feuerblüten, ne? Dabei schimmern die so. Oh! Ein Skarabäus ist hier. Das sind alles so sphärische Tiere hier. Also keine echten Tiere. Das ist auch einer. Naja, der scheint ein bisschen isolierter zu sein. Hoffe ich mal zumindest. Nicht, dass er die anderen heranpfeift. Mal um die Gegner hier kennenzulernen, ne? Das sind diese Unkaputtbaren, richtig? Ey, man kann ihn nicht backstabben, oder? Das ist scheiße. Hier sind viele gestorben. Und Eis ist hier ein bisschen tödlicher, habe ich festgestellt. Nur, jetzt weiß ich, warum hier so viele gestorben sind. Die sind schweinehart. Okay. Muss mich hier schon an einem fast leer trinken. Kann ich den nicht backstimmen? Nee, das ist ja grausam. Scheiße, Leute. Ah, ich habe was wieder bekommen. Ah, schön. Das ist gut. Dass man von einem Gegner schon Tränke wieder zurückbekommt. Muss hier das Skarabäus. Der ist erstmal wichtig. Ich höre nicht mehr. Ah, hier ist auch eine Höhle noch. Okay. Wo ist ein Dreizack? Ah, da ist mal ein Vogel. Oh, oh. Die sind leider weniger sphärisch. Oh, nee, ich hasse die, oder? Die machen auch so viel Schaden. Na gut, ich mache auch ein bisschen Schaden immerhin. Ich kann nicht mehr flirren, leider. Und Skarabäus, also hier scheint er nicht zu sein. Was ist denn der andere Vogel jetzt? Der sich schon in die Luft da oben? Ja, hat er. Da bist du. Ne, jetzt höre ich ihn wieder. Zum Glück sterben die ziemlich schnell. Danke. Hier irgendwo. Ne. Hä? Ist er unsichtbar? Ah, da ist er. Oh nee, ich mag das nicht. Muss ich ja wieder Pfeil und Bogen rausholen. Das ist das, was ich nicht mag.
Und was kommt da? Stopp. Lass los. Ne, jetzt kommt es nicht mehr. Ich höre doch was hier. Das Flattern. Keine Ahnung, Leute. Noch scheint davon keine unmittelbare Gefahr auszugehen. Was immer da flattert. So, waren hier Fallen Bogen. Ich mach mich nicht nervös, ey. Hä, wo ist denn hier? Hier. Aber so viel hatte ich nicht. Den einen hatte ich aufgerüstet, ne? Welcher war denn das? Müsste der Plus stehen. Hä? Hatte ich nicht einen irgendwie hochgerüstet ein bisschen? Nö, wahrscheinlich auch nicht. Okay. Gott. Pfeil habe ich wohl hier noch. Ach so. Ja, doch nicht. Ah, die andere Taste drücken. Okay. Oh Gott, nein. Nein! Ach, was mache ich denn hier? Nein! Ich will die... Nein! Nein! Hm. Ja, es ist mir die Steuerung zum Verhängnis geworden hier, verdammt. Okay. Darf ich mal wieder an den Ort der Gnade zurück? Was mache ich denn hier, ey? Nee, ich muss die anderen Tasten drücken. Dann hat er aber nur den Bogen. Wieso kann ich denn? Ich habe doch die andere Waffe auch ausgewählt hier. Warum kann ich denn die jetzt nicht holen einfach? Denn vielleicht soll ich dann einfach das den Bogen dann wieder aus dem Inventar nehmen, ne? Aus der Schnellleiste. Sofern das Ding sich dann gesenkt hat, der Skarabius. Sofern wir ihn runtergeschossen haben. Oh, das ist ja ätzend, ey. Warum kann ich denn nicht einfach wechseln? Was guckst du denn danach, Mann? Du sollst die Klingen nehmen. Ja, da ruft er mal den Gaul. Das ist doch falsch hier. Okay, Leute, jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, nee, ich kann jetzt nur... Hä? Warum kann ich denn nicht umschalten zwischen den Klingen und... Hm. Das wundert mich gerade total. Da denn? Nee. Ich kann da nicht umschalten, okay. Ich weiß nicht wieso. Weil eigentlich halt die ausgerüstet, ihr seht's ja, ne? Also, hä? Irgendwas mache ich hier falsch. Oh, scheiße. Warum kann ich das nicht? Das wummt mich gerade, Leute. Also, das ist ja... Schau mal, muss man den erstmal weglegen? Aha. Weglegen und dann... die Klingen. Was macht denn der da? Spielt mit den Fäusten. Ich wüsste nicht, was ich da mache. Ne, schmeiß den mal raus jetzt hier. Jetzt drücke ich schon wieder die falsche Taste hier. Ich komme nicht klar. Jetzt sucht er... Okay, jetzt hat er es gefunden. Weil, hier brauche ich beide. Quatsch. Na. Eine Doppelwaffe. Scheiße. Der ist ja mal wirklich stark. Man kann ihn nicht backstabben. Aber er kann ein bisschen bluten. Also nicht viel, aber ein bisschen. Der weicht doch mal wieder zurück. Er ist das ätzend. Und. Ey, das kann er auch noch. Oh, lernen wir mal alles kennen von dir. Das ist ganz praktisch. Wenn er an der Wand steht, kann er gar nichts machen. Okay. Na, dann wissen wir ungefähr. Mann, der ist ja tot. Eigentlich. sehr schön. Oh, 5000 bringen die, ey. Hammerhart. Genial. Oh ne, nicht, dass der Skarabius jetzt weg ist für immer. Ich höre ihn doch wieder. Wo ist denn der? Hä? Ich habe ihn gar nicht mehr gesehen. Er wird nicht mehr gesehen.
Ne, da ist er. Hier, hier, hier. An der anderen Seite, ne? Von vorne sieht man den gar nicht. Okay, neuer Versuch. Ich komme mit der Steuerung nicht klar, Leute. Immer noch nicht. Selbst nach über 170 Folgen. Auch nicht, dass jetzt der eine Vogel ankommt. Boah, nein, jetzt die Scheiße. Der Bogen, ey. Ah, hier. Sehr schön. Den kann man auch so wieder abwählen. Ne. Kannst du so? Also, geht doch. Oh! Das hat sich gelohnt. Alles klar, wisst ihr Bescheid, Leute. Da gibt's was Schönes. Ja, jetzt hat es besser gemacht irgendwie. Ach, keine Ahnung, wo jetzt mein Fehler war. Ja. Na komm, Vögelchen. Das ist ja an wie diese Klingenvögel. Aber bist du weniger gefährlich. Viel weniger gefährlich zum Glück. So. Sammeln wir noch ein paar Blümchen. Und aktivieren die Höhle. Ja. Oder den Wegweiser zur Höhle. Okay, da ist eine Höhle. Aber wir müssen uns erstmal noch die Ruinen hier ansehen, leider. Führer und Torwächter jener, die zu den Wurzeln heimkehren. Okay, stand es immer schon da? Kann sagen, blendet mal aus. Ja. Was, hier geht's runter? Nee, oder? Wohl. Also, ehrlich gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn es hier runter... Ja, geht's scheinbar runter, oder? Ich weiß nicht, Leute. Soll ich es wagen? Nein, noch nicht. Erstmal die Ruinen und dann können wir immer noch herum experimentieren hier. An der Stelle. Ach, das sind diese Helden von Sam. Gegen so einen haben wir doch als Boss gekämpft. Und hier sind das Standardgegner. Ach, du Scheiße. Jetzt erinnere ich mich wieder, ja. Ja, durch den Namen, ne? Der Held von Zamo oder so hieß der, ne? So ein Schmelztiegel-Typ. So ein Siegelgefängnis-Typ, ja, sagen wir so. Schmelztiegelritter sind ja was anderes. Puh, Leute. Krass. Und hier einfach mal die Bosse als Standardgegner eingesetzt worden. Naja, naja. Weil ich glaube, als Boss waren sie ganz okay. Aha, oh Scheiße. Ah. Ja, komm. Na cool, die Qualle. Die sorgt wenigstens ein bisschen für Ablenkung bei denen, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, die haben. Ach du Scheiße, kommt zwei von denen, ne? Sie macht so viel Schaden nicht. Mann, Qualle, mach doch mal was. Oh, die ist im Nu weg. Ich brauch Ding mal. Oh Gott, guck mal. Was macht der? Was können die noch für Tricks? Oh, Scheiße. So viel zu dem Thema. Kann man die nicht einzeln irgendwie anlocken? Qualle hat sich mal disqualifiziert. Oh, aber die haben nicht so eine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Oh, ich hasse dieses Ausweichen. Ist ja schlimmer als alles andere. Ah, und dann hänge ich hier fest. Oh Gott! Der Schaden ist auch empfindlich. Ich meine, sie machen nicht viel, aber... Ah! Doch, durch ihren Eismist halt, ne? Gut, das war's. Ja, und extreme Fernattacken haben sie auch noch drauf. Area of Effect Geschichten und sowas alles. Wow. Ach du Scheiße. Na, ich möchte erstmal einen erledigen, ey. Boah, hier haben wir richtig Probleme. Ich möchte gern die Ruinen ja erkunden, hm? Das wäre ganz nett. Ja.
Ja! Oh, die krass. Noch einer, ne? Ja, das kannst du öfter machen. Irgendwie treffe ich auch manchmal nicht. Drehattacke, krass. Ich hab nicht mehr viel. Was ist denn das da? Irgendwie ist meine Ausdauer eingefroren. Im wahrsten Sinne. Ah! Weg! Okay, den hätten wir. Ach komm, gib mir einen Trank. Nee. Nee, die geben noch nichts. Aber sehr viele Runen auf jeden Fall. Scheiße, also der ist ja noch angeschlagen, ne? Das dürfte mir jetzt in die Karten spielen. Ein paar Blümchen pflücken. Ja! Alter Schwede, noch einer, ey. Jetzt zeig was wiederbekommen. Oh, ein bisschen was. Ich dachte, es ist immer nach Güte der Gegner unterteilt, ne? Was man wiederbekommt an Tränken. Oder davon abhängig, besser gesagt. Aber merke ich davon nicht. Ich finde die sehr krass. Also, sie sind sehr gut. Da kannst du mir ruhig mehr geben im Spiel. Ah! Dann nochmal zwei. Ey, die sind ja einfach mal so standardmäßig tausendfach vorhanden wie kleine Skelette oder sowas. Jo, also hier merkt man, wir sind in einem krassen Gebiet mittlerweile. Ah, ja. Aber gut, das konnte ja nicht so ewig so leicht weitergehen, ne? Davon mal ab. Na, wie kann ich denen besser beikommen, ey? Ich bin irgendwie ein bisschen schwach auf der Brust. Ah. Gegen die Eissturm von Zamor. Ach, das ist das, was die machen. Wer hier auch alles finden, so ist es ja nicht, ne? Muss man darauf achten, dass nicht wieder. Ach du Scheiße, ja, zwei kommen von denen. Weil gegen zwei. Könnt ihr vergessen, ey. Die hängen auch noch so eng beieinander hier. Die schmusen gerne miteinander, scheinbar. Ich weiß es nicht. Scheiße, ey. Vielleicht muss man sich hier auch so ein bisschen durchschleichen, ne? Und ist hier nichts. Ah, Stille. Ja, recht angenehm, ne? Schreibt da mal was Sinnvolles. Wie man die zum Beispiel bekämpfen kann. Wahrscheinlich mit Feuer. Dass man irgendwelche Feuereffekte braucht. Oh, die sind so schnell auch. Man kann sie nicht backstabben, nichts. Weil einfach mal Bosse sind, ne? Ich finde die sehr krass. Also echt. Er hat mich direkt bemerkt, du. Oh, nee, die kommen beide. Okay, nö, tschüss. Naja, mach mal den. Boah, wie weit das einfach mal reicht, ja? Wuhu. Ich muss die loswerden und die Pfeil und Bogen, ne? Stichwort. Na, wie lange soll ich da auf die schießen? Wie gesagt, ich habe da den Bogen nicht weiter aufgewertet. Kuckuck. Kuckuck. Jetzt kommen die aber beide. Wenn noch ein bisschen versetzt. Oh, guckt euch das an. Kranker Scheiß. Ja, das macht auch nicht wenig Schaden. Na, die machen mich schon vorher tot. Oh. Ah ja. Ich hab nichts mehr. Ich sauf hier alles weg. Was ich auch muss, ne? Also. Ja, dass man die nicht backstabben kann halt. Das ist richtig scheiße. Wie sieht der aus? Hat der einen Kopfschmuck? Ich glaube eher unfreiwillig. Es wurmt mich, dass man die nicht backstabben kann. Boah, und alles macht Schaden, selbst die Wucht.
Hau doch zu! Ich kann nicht mal zuhauen, ne? Der ist durch seinen Eismist da so geschützt. Ich kann die mal bloß ein bisschen treffen. Ah, endlich mal. Poppt die Blutung, ey. Komm, gib mir was zurück. Nein. Nichts. Donnerkeil. Also die sind extrem, ja. Die bemerken ja noch umgehend. Man die wenigstens backstabben könnte, ja, aber nichts da. Oh, da ist ja noch einer. Scheiße, den hätte ich gar nicht gesehen. Oh, das ist ja das Schlimmste. Wenn ich die nicht mal sehe. Aua. Schnell sind sie auch noch. Oh, das sind so eine krassen Gegner hier, Leute, ey. Wirklich. Ich glaube, ich kann erstmal nicht alle besiegen. Ich muss die da irgendwie weglocken. Oh, scheiße, ey. Das sind ja einfach mal die Standardgegner. Das sind Bosse. Für mich sind es auch Bosse, nach wie vor. Also. Oh, das ist ja auch noch. Ah. Ist hier denn noch was? Lohnt es sich hier nochmal irgendwie was sich anzusehen oder nicht? Oder wie? Man weiß es ja nicht, ne? Einfach mal schnell rein, schnell raus. Hier hatte ich, glaube ich, alles geholt. Ja? Oder ist hier noch... Hier muss ja was Besonderes sein. Also wenn hier so eine krassen Gegner sind, ey. Dann muss doch hier noch was sein. Na, das ist ein Türmchen auf jeden Fall. Aber da ist nichts drin. Ein Türmchen mit ohne was drin. Ist da was? Ah, hier. Hm. Da ist auch noch weiter. Augenschein. Ja, hier ist was. Nee, hier ist nur eine Pflanze. Und die Blümchen. Was ist hier? Ist das ein Haus? Ja. Da wohnen die drin. Das ist ihr Zuhause hier, anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas übersehen kann. Ah, wir haben den Keller gefunden. Oh Gott, schnell rein, ey. Jetzt ist hier ein Boss, passt auf. Ah, meine Lampe ist wieder aus. Oh Mann. Keine Gegner voraus, das ist schön. Auch mal angenehm. Ah, vielleicht eine Teleporterfalle, wa? Oh! Klangperle des Schmiedesteinschürfers. Das gibt Schmiedesteine, würde ich mal sagen. Mal sehen, ob sich das gelohnt hat. Also richtig, ne? Sowas kann sich natürlich bezahlt machen. Da waren wir schon da oben. Ich weiß nicht, wo der andere hier oben hing. Wo der plötzlich herkam. Keine Ahnung, Leute. Ey. Was haben wir denn da? Achso, das ist der Fahrstuhl. Achso, hier kommen wir jetzt hinten raus beim Fahrstuhl. Oh, das ist ja cool. Ich glaube, das war wertvoll. Das war hier das Wertvolle, was die beschützen. Sorry, wenn ich ein bisschen laut bin, dann und wann. Ihr seht es ja selber, ne? Einfach mal geisteskranke Gegner hier. Einfach mal lauter Bosse. Ruinen mit Bossen. Ich hoffe mal, das lohnt sich. Auf jeden Fall freue ich mich über die Klangperle. Das ist nämlich wieder was für unsere Klangperlen-Maid. Da vergrößert sich dann das Angebot dementsprechend. Ach du Scheiße, guck mal, da sind so viel gestorben. Ich mag euch nicht. Ich bin ehrlich. Zeigt mich an wegen Diskriminierung oder so. Ich mag euch echt nicht. Ja, hier waren wir ja schon. Okay. Ich glaube, dann gibt es hier auch nichts weiter, oder? Ich muss sie nicht bekämpfen. Bitte sagt mir das. Naja, hier ist nichts. Könnte ein weiterer Keller sein. Was hat denn da innen? Na, ja, das war schon wieder irgendeine Trollnachricht. Juhu, lassen wir das sein. Es bringt ja nichts. Ah, hier war ja auch noch was. Ist hier noch einer? Ne. Hier sind wertvolle Pflanzen. Nö, sind stinknormale Pflanzen, die hier wachsen.
Wow, also schweinehart, ey, wirklich. Also ich fand das hier wahnsinnig krass. Vor allem, weil die so viel einstecken erstmal, ne? Das ist ja das eine. Lassen sich nicht backstabben, das ist das andere. Man kann sich dreist versuchen anzuschleichen, ja, kann man machen, ne? Aber das lässt sie eiskalt im wahrsten Sinne. Krasse Gegner, ey. Wow. Sehr krass. Ja, gut, dann weiß ich ja, was ich hier zu erwarten habe von dem Gebiet. Einfach mal alles voller Bosse. Und der hilft einem noch nicht mal, ja? Ist da oben noch irgendwas? Wo die ganzen Vögel hocken? Nee. Gut, dann sind da noch Höhlen. Na, aber das heben wir uns mal auf fürs nächste Mal. Ne? Das werde ich erstmal die Perle einlösen und dann mache ich erstmal Schluss an der Stelle, sonst wird die Folge wieder zu lang. Weil ich habe hier schon viel Zeit jetzt verbraucht. Ja, das reicht natürlich noch nicht. Gut, ja, müssen wir in die Tafelrundfeste. Und war hier noch nicht weitergekommen, soweit. Aber wir haben die Klangperle. Aber wahrscheinlich ist es da auch eher so gedacht, dass man sich die Perle schnell mobst und dann nichts wie raus. Wo waren die? War die hier? Die war auf der Seite. Ne? Oh ja, der ist ja weg, der Dummfresser. Zops Klangpferd. Also die haben wir auch. Ach so. Zurückgehen, ja. Klangperle anbieten. Ach, das müssen wir ja. Stimmt, das ist ein extra Ding. Drei. Ja. So, des Schürfers. Das sind Sechser nur. Naja, immerhin. Und dann nur Vierer, ey. Oh Gott. Da hatte ich jetzt mehr erwartet, leider. Naja, immerhin Sechser. Ja. Ist ja schon mal nicht schlecht. Darum muss man sich dann keine Gedanken mehr machen, eine Waffe wenigstens bis zum Sechserstein aufzuwerten. Das ist ja schon mal viel wert. Gut, Leute, dann würde ich erstmal sagen, mache ich Schluss an der Stelle, wenn sich hier nichts Neues ergeben hat. Es sieht nicht danach aus. Ja, weiter aufrüsten kann ich eh nicht. Hier ist auch nichts Neues. Ne, du sitzt da immer noch anteilnahmslos und wartest auf den Schmuser. Gut, Leute, also dann mache ich Schluss an der Stelle. Bye, bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer Eschak. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst ein Like in Ordner. Bis dann.